Das Jahr 2022 ist vorbei und die Steuererklärung für 2022 steht an. Stellt sich natürlich die Frage, bis wann muss eigentlich diese Steuererklärung abgegeben werden? Die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wie in jedem Jahr muss auch in diesem Jahr fürs Vorjahr eine Steuererklärung abgegeben werden. Da gibt es eine gesetzliche Frist und diese Frist gilt übrigens für alle Steuerarten, also konkret für die Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Also alle drei Steuerarten, die du als Selbstständiger zahlen musst, haben die gleiche gesetzliche Frist. Und es gibt ja so einen Standardfall, also die Standardfrist für die Steuererklärung ist der 31.07. des Folgejahres. Diese Frist wurde aber durch das vierte Corona-Steuerhilfegesetz letztes Jahr verlängert. Und zwar auf den 30. September 2023. Wenn du jetzt in den Kalender schaust, fällt dir auf, dass der 30. September 2023 ein Samstag ist. Was machen wir, wenn so eine Frist am Samstag oder am Feiertag endet? Dann gilt immer der folgende Werktag. Das heißt ganz konkret, muss die Steuererklärung oder deine Steuererklärungen beim Finanzamt sein am 2. Oktober 2023. Das Ganze gilt für dich aber nur, wenn du deine Steuererklärung selbst machst. Wenn du einen Steuerberater hast, gelten andere Fristen, weil Steuerberater andere Abgabefristen haben. Und zwar haben die standardmäßig 7 Monate länger Zeit. Das bedeutet, standardmäßig müsste die Steuererklärung für 2022 bis Ende Februar 2024 abgegeben werden. Aber auch hier hat natürlich das vierte Corona-Steuerhilfegesetz eine Änderung vorgesehen, und zwar eine Verlängerung der Frist bis Ende Juli. Ganz konkret, wenn du einen Steuerberater hast, müssen die Steuererklärungen für 2022 bis zum 31. Juli 2024 abgegeben werden. Da ich in der Vergangenheit unter solchen Videos, wo ich über Fristen gesprochen habe, immer mal wieder die Frage bekommen habe, und was ist, wenn ich es nicht mache? Was ist, wenn ich meine Steuererklärung einfach nicht abgebe? Deswegen möchte ich dir diese Frage auch gerne beantworten. Und zwar bekommst du als erstes einen Verspätungszuschlag. Das heißt, du musst eine Strafzahlung leisten an das Finanzamt, weil du es zu spät abgegeben hast. Und wenn du dann immer noch nichts machst, dann schätzt das Finanzamt einfach deinen Gewinn und deine Steuer. Und ehrlicherweise, das Finanzamt schätzt natürlich großzügig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Steuern bezahlen musst aufgrund eines geschätzten Bescheides, ist relativ hoch. Übrigens befreit dich dieser geschätzte Bescheid nicht davon, tatsächlich auch selbst eine Steuererklärung abgeben zu müssen. Das musst du trotzdem noch machen, auch wenn du einen geschätzten Bescheid bekommen hast. Es ist also keine Lösung, einfach immer nur bis zur Schätzung zu warten. Du musst trotzdem eine Steuererklärung abgeben. Deswegen mein dringender Appell an dich, gib deine Steuererklärung ab, gib sie auch nicht zu spät ab, sonst machst du das Finanzamt direkt aufmerksam auf dich und ehrlicherweise, das wollen wir nicht. Und durch die ganzen Corona-Steuerhilfegesetze ist die Frist ja sowieso großzügiger als sowieso schon. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine Frage beantworten. Wenn du unser Mandant bist, dann siehst du übrigens alle Informationen und das Interface für die Steuererklärung 2022 ungefähr ab März, April in der Browser-Version von Kontist. Also wenn du dich dann einfach über den Browser einloggst, dann siehst du alle Informationen für die Steuererklärung 2022 und was wir von dir noch brauchen, um deine Steuererklärung zu erstellen. Vorher können wir es dir leider noch gar nicht zur Verfügung stellen, weil die Schnittstellen zum Finanzamt bis dahin noch gar nicht da sind. Wenn du dazu noch Fragen hast, also wie wir eine Steuererklärung machen, wie der ganze Ablauf ist oder aber zur Deadline, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich helfe dir gerne weiter. Wenn du nicht unser Mandant bist, aber sagst, ich möchte gerne euer Mandant sein, dann mach das doch. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.